und los geht's. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Klasse abgefangen, die Flanke. Da musste der Torwart aber auch hin. Rodriguez. Wird das eine Torchance? Da zieht er ab. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Da kommt der Schuss. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Das wird einen Eckball geben. Und Griezmann. Vidal. Jean Bozejour. Und Vidal. Vidal. Alexis Sanchez. Eckstoß also. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Jean Bozejour. Jetzt Alexis Sanchez. Und Pepe. Rodriguez. Da wird er gestört. Benzema. Tor, ganz stark gemacht. Ja, so kennen wir ihn. Technisch einwandfrei und überlegt bringt er den Ball da im Kasten unter. Und lässt alles dabei so leicht aussehen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt Medel. Matthias Fernandes. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Diaz. Jean Bozejour. Das ist die Chance. Gut aufgepasst. Er hat die Flanke. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Arturo Vidal jetzt. Da sind Mitspieler frei. Flanke kommt. Wird das eine Chance? Das hätte gefährlich werden können. Aber das lösen sie gut. Und jetzt vielleicht die Chance, schnell nach vorne zu spielen. Da kann er sich den Ball holen. Rodriguez. Vidal. Matthias Fernandes. Sauberes Tackling von ihm. Und Rakitic. Antoine Griezmann. Guter Versuch, aber der Ball geht knapp am Tor vorbei. Diaz. Alexis Sanchez. Der Ball kommt. Sehr aufmerksam. Die Flanke gut abgefangen.
Nun James Rodriguez. Jetzt Karim Benzema. Jetzt haben sie den Ball. Matthias Fernandes. Rodriguez. Benzema. Antoine Griezmann. Ein unfassbares Tor. Also, da schauen wir noch mal ganz genau hin bei diesem Tor. Oh, da haben die Verteidiger ihn aber im Stich gelassen. Und so kannst du den Gegentreffer irgendwann dann nicht mehr verhindern. Hier noch mal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Diaz. Mede. Vidal. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Er geht vorbei am Verteidiger. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Bangura. Und Griezmann. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch. Und jetzt ein Schuss. Den hält er super. Matthias Fernandes. Bangura. Griezmann jetzt. Super Flanke. Ivan Rakitic. Tolle Aktion vom Torwart. Matthias Fernandes. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Rodriguez. James! Und da klingelt es im Kasten. Da hat er nicht mit dem Vollspann durchgezogen, sondern er versucht es lieber mit dem Innenriss. Und wir sehen, das war genau die richtige Entscheidung. Da war nichts zu machen für den Torhüter. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Boah, der passt aber ganz genau. Also 3 Zentimeter. Und wenn sie nicht... Hier steht jetzt die Auswechslung an. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Ich bin gespannt, ob sie weiterhin so dominant auftreten können. Rakitic jetzt am Ball. Isla. Vidal. Gucke. Rakitic jetzt am Ball. Benzema. Da kommt der Schuss. Wichtig. Den Ball hat er sicher. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. So, und jetzt reicht der Unparteiische dem Spieler noch die gelbe Karte hinterher. Er wollte einfach den Vorteil abwarten, macht das genau richtig. Jetzt ist die Kugel weg. Und nun Alexis Sanchez. Babeo. Rakitic. Er hat zuletzt tolle Spiele gezeigt. Die Formkurve zeigt deutlich nach oben. Die Teamkollegen wird es freuen und er will da sicher weiter nachlegen. Schuss! Super gemacht vom Torwart. Abwehrspieler sind vorne bei dieser Ecke. Klar, sie hoffen auf den hohen Ball.
Klatsch, da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Claudio Bravo, klasse gehalten. Der Torwart mit dem Fehler. Da passt er auf, Ball geklärt. Jetzt gibt's gleich die Ecke. Man muss schon sagen, bei diesem Team, da passt momentan einfach alles zusammen. Absolut, die Teamchemie stimmt und das macht es natürlich für jeden Gegner schwer. Orellana. Da geht er hin und faustet den Ball weg. Geht er rein? Da schießt er den Ball knapp übers Tor. Isla. Jetzt Vidal. Wenn es um Transfers geht, so ist zumindest mein Gefühl, dann reagiert der Trainer eher ein bisschen konservativer, Buschi. Ja, sprich, er grast die etablierten Top-Ligen ab und holt sich gestandene Spieler. Da ist der Ball weg. Alexis Sanchez jetzt. Niemand da für die Flanke, das haben wir schon besser gesehen. Griezmann am Ball. Benzema. Und damit sind sie am Ball. Sehr gut reingespielt. Und jetzt der Schuss. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Und weiterhin steht die Null. Klasse Leistung vom Torhüter bis hierhin. Und da geht der Torwart hin und kann die Ecke abwehren. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Guter Pass, das könnte Chance werden. Schießt er ihn rein. Der Schuss war keine wirkliche Herausforderung. Isla. Fabio. Jetzt wollen sie das Mittelfeld mit langen Bällen überbrücken. Sie brauchen hier das Tor. Sie müssen es erzwingen. Jetzt sollen es also die langen Bälle in den Strafraum bringen. Also da bin ich wirklich mal gespannt, ob sie damit Erfolg haben. Und gucke. James Rodriguez. Da kommt der Schuss. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Es gibt Eckball. Schön, wie sieht da die Da zieht er ab. Super Einsatz vom Torhüter. Wieder im Tor aus. Wieder Eckball. Und hier die beiden Teams im Vergleich. Hier ist das Eckenverhältnis. Gonzalo Yara Reyes. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung. Der Schiri stand gut.
Und der Schiedsrichter pfeift ab. 3-0. James Rodriguez. Da kommt der Schuss. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Das wird einen Eckball geben. Alexis Sanchez. Eckstoß also.